fährst du? Das Schweizer Messer, den Alpenstaubsauger oder die Weltrekordlok? Einen wunderschönen Samstagnachmittag wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen bei der heiß ersehnten ÖBB-Zugparade am Bahnhof Straßhof an der Nordbahn anlässlich 100 Jahre ÖBB. Mein Name ist Jule Schütze, ich bin Moderatorin beim ORF Niederösterreich und gemeinsam werden wir heute bedeutende Momente in der österreichischen Bahngeschichte erleben. Mit historischen Schienenfahrzeugen bis hin zum innovativsten, dem Schweizer Messer, das die Instandhaltung auf Schiene derzeit zu bieten hat. Schweizer Messer deshalb, weil die wirklich ja, alle erdenklichen Stückerln spielt, aber made in Austria. War der 4030er der erste Wiener Schnellbahntriebwagen und bis 1978 alleiniges Rückgrat der S-Bahn. Anfangs als vier-, später als dreiteiliger Zug. Ende der 1950er Jahre noch sehr innovativ, galt die Garnitur aber wegen des langen Beschaffungszeitraums schon bei der Auslieferung nicht mehr als am neuesten Stand der Technik. Der letzte Einsatz war im Wiener Umland. Seit dem 31. Dezember 2004 gilt die Reihe 4030 als ausgemustert. Eben kurz gesprochen habe, ein Elektrotriebwagen der 4020er. Der dreiteilige Elektrotriebwagen 4020 ist von 1978 bis 1987 gebaut worden und besteht aus einem Triebwagen, einem Zwischenwagen und einem Steuerwagen. Der 4020er war nach dem 4030er das Rückgrat der Wiener Schnellbahn und fährt auch aktuell noch in Wien, soll aber in Kürze komplett ausgemustert werden. Früher waren die Triebwagen auch in Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich im Einsatz. Ein ganz spezieller 4020er tritt jetzt im September gerade als 100 Jahre ÖBB-Discozug seine Runden in Wien. Talent, Baujahr 2004 bis 2008 und bis heute im Einsatz. Seit 2004 wird der Talent österreichweit im Nahverkehr eingesetzt. Beim Talent handelt es sich um einen drei- bzw. vierteiligen Triebwagen. Das Fahrzeug verbindet moderne Technik mit Fahrgastkomfort. Der Innenraum ist offen und großzügig gestaltet und bequem ausgestattet. Ein besonderer Typ ist der 4124er, ein Zweisystem-Triebzug, der in beiden Bahnsystemen von Österreich und Ungarn eingesetzt werden kann. Yeah.
4046er willkommen, CityJet Desiro Mainline, Baujahr ab 2014. Er ist das modernste Nahverkehrsfahrzeug der ÖBB. Der Desiro Classic, Dosto und Talent werden aktuell upgraded auf die Desiro Mainline Ausstattung. Was bedeutet das? Seit 2000 fahren die Fahrzeuge fast ausschließlich als Wendezug betrieben. Auf einem Ende hängt eine Lokomotive, der Steuerwagen erfüllt die Aufgabe der Lok. Vom nächsten verraten. Die erste Dampflok des heutigen Nachmittags heißen wir jetzt willkommen. Es ist die kleine Erzberglok. Ich habe auch gehört, dass viele von Ihnen gekommen sind, um das typische Geräusch aufzuzeichnen. Ich werde mir dann ein bisschen zurücknehmen, dass das auch wirklich optimal gelingt. Das Tsch-tsch-tsch. Diese Zahnradlok war auf der Erzbergbahn im Einsatz, um die dort gewonnenen Montanerze zu transportieren. Dabei musste sie Steigungen von mehr als 70 Promille bewältigen. Sie kam auch auf dieser Strecke im Personennahverkehr zum Zug. Mehr als 70 Promille, das sind etwa 7% Steigung. So, hier ist dieses prachtvolle Exemplar. Und jetzt am besten Handys gezückt, auf die Aufnahme gedrückt und ich nehme mich zurück. Dieseltriebwagen, Schienenbus 5081er, Dieseltriebwagen 5042er. Die Schienenbusse wurden für die Deutsche Bahn entwickelt und wurden im Regionalverkehr auf nicht elektrifizierten Strecken eingesetzt. Sie sind zweimotorige Dieseltriebwagen, die mit Beiwagen verstärkt werden konnten. Die Konstruktion war sehr erfolgreich und wurde von vielen Bahnen beschafft. Die ÖBB kaufte aus Deutschland vorerst 3 Schienenbusse, dann wurden weitere 27 Triebwagen in Lizenzbau für die ÖBB in Österreich gefertigt. Schienenbusse kamen so in ganz Österreich im Nahverkehr zum Einsatz und lösten viele Dampfloks ab. So auch die Dampflokomotiven der Serie 97 im Personenverkehr am Erzberg. 1993 wurden die Schienenbusse von den ÖBB ausgemustert. Der 5081er wurde für die Sammlung des Eisenbahnmuseums angekauft und steht heute noch für Geländefahrten zur Verfügung. Ein Dankeschön an dieser Stelle schon mal an das Eisenbahnmuseum Straßhof hier und alle Mitwirkenden. Und dann haben wir noch den Dieseltriebwagen 5042. Der Triebwagen dieser Serie wird dieselelektrisch angetrieben. Sie wurde in der Zwischenkriegszeit gebaut und im internationalen Schnellzugsverkehr eingesetzt. Es waren die ersten österreichischen Triebwagen, die über 100 km/h fahren konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte er in den Nahverkehr, wo er vor allem im Weinviertel zum Einsatz kam. Die Folgegeneration 5047 hat dann auch den Triebwagen der Serie 5042 abgelöst. Dieser 5042er mit der Nummer 14 wurde nach seiner Ausmusterung noch viele Jahre von den ÖBB für Erlebnisfahrten eingesetzt. Thank you.
Geräusch des nächsten Fahrzeugs, habe ich mir sagen lassen, ist auch geil. Deshalb Stille meinerseits jetzt. Und ich hoffe, dass es dieses typische Geräusch gibt, von sich gibt. Okay, diese dieselelektrische Lokomotive in Lizenz von General Motors wurde von der Firma Henschel gebaut. Hat 1500 PS. Baujahr 1958 bis 62. Das Fahrzeug, das wir hier sehen, ist der 5047-001, das heißt der erste der Baureihe 5047. Und genau dieses Fahrzeug war auch bei der letzten Zugparade 1987 vertreten, nämlich als das modernste Fahrzeug der gesamten Parade. Unglaublich. Übrigens, faszinierend finde ich ja auch die Zusammensetzung der Loknummern. Also die führende Reihennummer 1 etwa, die steht für Elektro, 2 für Diesel, 4 für Elektrotriebwagen und 5 für Dieseltriebwagen. Der Dieseltriebwagen 5047 wird im nicht elektrifizierten Netz der ÖBB vor allem auf Regionalbahnen eingesetzt. Er wird auch Retter der Nebenbahnen genannt. Dieser Triebwagen wurde 1987 bis 1995 gebaut. Hier kommt die Lokomotive 1142 mit City Shuttle CRD angehängt. Ein paar Worte zur Lok 1142. Die ÖBB haben von Mitte der 1960er bis Ende der 1970er Jahre eine Universallokomotive beschafft. Sie ist die letzte Wechselstromlok im Einsatz bei den ÖBB. Gebaut von SGP in Graz und bei der Wiener Lokomotivfabrik. Ab Mitte der 1990er haben Lokomotiven einen Fernsteuerrechner bekommen zum Betrieb der Wendezüge. Seit diesem Umbau heißen sie 1142. Ursprünglich wurden sie als 1042 bezeichnet. Das, was an der Lokomotive angehängt ist, ist der 1142er. Der einstöckige City Shuttle Wendezug CRD erstellt das Rückgrat des österreichischen Nahverkehrs dar. Er wird voraussichtlich noch bis 2025 im Inland eingesetzt. Der City Shuttle Wendezug ist zweckmäßig ausgestattet und auch dieser Wendezug kann von einer Lok gezogen bzw. geschoben werden. Wirtschaftlich zu gestalten, wurden ca. 150 Wagen umgebaut, Anfang der 1990er zu Steuerwagen und mit den übrigen Wagen als Wendezüge eingesetzt. So kam es zur neuen Namensgebung, City Shuttle. Hier sehen wir jetzt den Doppelstockwendezug, geschoben von der Taurus 1116. Der Dostor, die doppelstöckigen Nahverkehrswagen der ÖBB, die ab 1995 gebaut wurden, sind bis heute das Rückgrat des Nahverkehrs in der Ostregion. Seit 2019 erhalten die Doppelstockwagen im Zuge einer Großausbesserung das neue Cityjet-Design. Als Versuchsträger wurde auch ein Taurus 1116 im neuen Cityjet-Design gebrandet.
Welle, denn hier kommt das Neueste vom Neuesten, das Instandhaltungsfahrzeug 9131-200. Wir nennen es auch das Schweizer Messer, aber nicht, weil es in der Schweiz gebaut wird, sondern weil es unfassbar viele Funktionen hat, wie ein Schweizer Messer, made in Austria. Sie sehen hier das erste Fahrzeug der neuen Instandhaltungsflotte. Diese Maschinen sind für uns ein essentielles Werkzeug für die Instandhaltung von Oberleitungen, Fahrweg und Oberbau. Auch beim Neubau von Oberleitungen, bei der Inspektion oder zur Schnellintervention im Störungsfall spielen sie eine wichtige Rolle. Die neue Flotte fährt mit elektrischem Antrieb statt Diesel. Die modulare Bauweise bringt Flexibilität und eine wesentliche Steigerung der Einsatzbereitschaft. Das hilft sowohl der Wirtschaftlichkeit als auch der Qualität in unserem Schienennetz. Händisch oder mit einer Lokomotive bewegt, um die Fahrleitungen montieren zu können. Im Volksmund heißen diese Gerüstwagen Heugeigen, da sie an die Grastrocknungsgestelle der Bauern erinnerten. Nächstes am Zug ist ein X630, zweiachsiger Oberbaubahnwagen, zusammen mit einer MI. Das ist eine mobile Instandhaltungseinheit, die auch im Tunnel arbeiten kann. Seit 2001 sind bei der Infra 41 Oberbauwagen X630 in ganz Österreich im Einsatz. Dieser hat sich als Baustellenfahrzeug sowie für die Wartung und Instandhaltung des Oberbaus bewährt. Der X630 verfügt über einen beweglichen Ladekran, hat eine hohe Beschleunigungskraft, eine große niederflurige Ladefläche sowie eine klimatisierte Fahrerkabine. Der Kran sowie das Fahrzeug können. Unser nächstes Highlight ist ein Messwagen, gezogen von einer 1016er. Taurus. Ein paar Details zum Messwagen. Railchecker, der ähnlich wie ein EKG bei Menschen funktioniert und wichtige Daten über den Zustand unserer Gleise liefert. Dieser oberbautechnische Messwagen EM250 erfasst mittels Laserunterstützung und GPS-Anbindung den Zustand der Gleise. Damit können wir schon geringe Veränderungen des Gleiszustands feststellen und mittels GPS die geografische Position genau bestimmen. Die Messergebnisse bilden die Basis dafür, die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu setzen und die Qualität in unserem Netz auf hohem Niveau zu halten. Die Daten werden für rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Auch das zeigt die Vielfalt an Jobmöglichkeiten bei den ÖBB. X713 Kleinkreisdresine. Damit hat der Bahnmeister die Schienen auf Schienenbrüche kontrolliert, um Entgleisungen zu vermeiden. Lauter Experten, Fachleute hier unter unseren Festgästen. Was kommt denn da als nächstes an? Ein Hilfszug, der von einer Herkules 2016 gezogen wird. Ein paar Worte zum Hilfszug. Unser Hilfszug ist tatsächlich eine Kategorie für sich. Abschleppdienst, Feuerwehr, Bergefahrzeug in einem. Der Hilfszug kommt zum Einsatz, wenn defekte Züge, defekte Waggons abtransportiert werden müssen. Selbst heute hat der Hilfszug Bereitschaft, ist so positioniert, dass er die Veranstaltung im Bedarfsfall in nur wenigen Minuten verlassen kann. Für diese Einsätze benötigt das Personal einen speziellen Mannschaftstransportwagen und zum Gerätetransport. Der Hilfszugwagen wurde aus ehemaligen Gepäckwagen umgebaut, hat eine Küche, einen Aufenthaltsraum, Gerätelager an Bord.
Jetzt kommt das sensationellste, imposanteste Fahrzeug der Jubiläumsparade, habe ich mir sagen lassen. Die 310er Dampflok mit zwei Reisezugwagen. Macht sie. Das heißt, auch da werde ich mich gleich wieder zurücknehmen, damit Sie es aufzeichnen können. Ja, die Loks der Reihe 310 waren für die Katar Staatsbahn das, was der Railjet heute für uns ist. Sie sind Schnellzugloks, die in flachen, für die immer schwerer werdenden Schnellzüge eingesetzt wurden. So wurden sie zum Beispiel auf der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn nach Lemberg oder Prag eingesetzt. Nach dem Ersten Weltkrieg sind einige davon in Österreich geblieben, die noch bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs im leichten Fernverkehr auf der Westbahn eingesetzt wurden. Die 310-23 wurde von den ÖBB zum Jubiläum 150 Jahre Eisenbahn in Österreich 1987 in Knittelfeld betriebsfähig aufgearbeitet. So und jetzt. Als nächstes auf Schiene die 1670er Elektroschnellzuglok mit zwei Reisezugwagen. Baujahr 1928 bis 1932, im Einsatz bis 1963. Also Elektroschnellzuglok, die in der Zwischenkriegszeit von den ÖBB entwickelt wurde. Sie ist vor allem im Inntal in Tirol zum Einsatz gekommen, wo sie Schnellzüge von Wörgl bis Landeck bespannt hat. Sie ist eine Einzelachs angetriebene Lok, die kräftiger als Dampflokomotiven waren. Eine Elektrolok 1041 mit einem historischen Autotransportwagen. Baujahr 1951 bis 1953, im Einsatz bis 2003. Ja, mit der Entwicklung der Serie 1041 wurde der moderne E-Lokbau bei uns in Österreich eingeleitet. Sie wurden ab 1952 auf der fertig elektrifizierten Westbahn eingesetzt. Legendär sind die Einsätze vor dem Militärschnellzug Mozart für Angehörige der United States Army im besetzten Nachkriegsösterreich bis 1955. Als Erkennungsmerkmal zierte die amerikanische Fahne diese Zugverbindung. Neben dem Krokodil, dem Postkastel und dem Alpenstaubsauger gehört er zu den absoluten Lieblingen bei den ÖBB. Der 5145er, ein Dieseltriebwagen, auch Blauer Blitz genannt. 1952 beschafften die ÖBB moderne Dieseltriebwagen, der Blaue Blitz.
Sie wurden im internationalen Schnellzugverkehr auf der Südbahn eingesetzt. Ab 1962 stellten die ÖBB die Fahrzeuge für den Wind-Donau zwischen Wien und Berlin. Dafür wurden die blauen Blitze mit Zwischenwagen zu fünfteiligen Garnituren erweitert. Ab 1970 setzten die ÖBB die blauen Blitze nur noch im Nebenbahnverkehr Ostösterreichs ein. Die letzten Fahrzeuge des blauen Blitz wurden 1997 ausgemustert. Auf der Tribüne bitte gerne die Bundeshymne. Spielen wir nicht ohne Grund. Was sehen wir hier? Eine Schnellzuglok. Die 10-10er mit dem Salon 10, dem Bundespräsidentenwagen. Zur Lok. Die Maschinen der Serie 10-10 waren die ersten großen Schnellzugloks der Nachkriegszeit. Sie wurden zu Beginn vor allem auf der Westbahn eingesetzt. Zum Bundespräsidentenwagen. Die 10-10-02 zieht den Salon 10. Dieser Wagen wurde 1966 hergestellt und ist der ehemalige Salonwagen des Bundespräsidenten. Er wurde auch bei Staatsbesuchen eingesetzt. Erkennungsmerkmal ist das goldene Staatswappen in der Mitte des Wagens. 1968 reiste hoher Besuch mit diesem Salonwagen Queen Elizabeth II. Fuhr damit von Wien nach Innsbruck. So, nicht einschlafen. Obwohl, der Andreas Matti wird jetzt wohl das Herz höher schlagen. Hier ist unsere neueste Elektrolokomotive. 1293 Vectron, Nightjet gebrandet. Sie wird seit 2018 gebaut und an die ÖBB geliefert. Sie kommt zurzeit ausschließlich im Güterverkehr zum Einsatz, wird ab dem nächsten Jahr auch im ÖBB-Fernverkehr unterwegs sein. Es handelt sich um eine Mehrsystem-Lok, die die Reihe 1142 und 1144 in den kommenden Jahren ersetzen wird. Das Nightjet-Branding auf der Lok erzählt von den beliebten europäischen Nachtzugverbindungen der ÖBB. Ich sag nur KÖF 2, Kleinlokomotive mit Ölmotor und Flüssigkeitsgetriebe. Sie ist eine der ältesten Dieselloks, die noch betriebsfähig und bis heute in Betrieb ist. Baujahr der Lok, die wir hier sehen, ist 1933. Sie wird dieselektrisch angetrieben. Die X13001 wurde von der Verschrottung gerettet. Zum Schluss stand das Fahrzeug bei der Schiffswerft in Korneuburg, wo es dann ersteigert und nach Straßhof gebracht wurde. Bis heute kann die Lok im Museum häufig beim Verschub beobachtet werden und wurde extra für die Parade heute neu lackiert. Als nächstes sehen Sie zwei Lokomotiven zusammengespannt, weil eine nimmer mehr kann. Erraten Sie welche? Also, da hätten wir Details zur 2060er. Diese Dieselverschublok löste die alten Dampfloks im leichten Verschub ab. Insgesamt wurden von den Jenbacher Werken 100 Stück dieser Serie für die ÖBB hergestellt. Diese waren in ganz Österreich anzutreffen. Leistet bis heute einen wertvollen Dienst diese Dieselverschublok im Betrieb des Eisenbahnmuseums Straßhof. Zur 1080er. Für die Beförderung von Güterzügen auf der neu elektrifizierten Arlbergbahn entwickelten die Siemens-Schuckert-Werke die Serie 1080. Die Lok wurde von Beginn an auf der Arlbergbahn eingesetzt. 1953 bezeichneten die ÖBB die Lok als 108001 und beheimateten sie ab 1966 in Groß-Schwechert, um sie auf der Pressburger Bahn einzusetzen. Ihre letzte Dienststelle war ab 1972 in Selztal und sie wurde im Salzkammergut eingesetzt, ehe sie 1992 ausgemustert wurde.
1992 gelangte sie in den Nostalgie-Fahrzeugbestand der ÖBB und wurde in Selster liebevoll betreut. 2009 wurde die Lok für die Sammlung des Eisenbahnmuseums Strasshof erworben. Startnummer 29 in der Kategorie Verschub, die 2067er mit einer 1062er Lok namens Ente. Neben Krokodil gibt es also noch andere tierische Loknamen, Kosenamen. Ein paar Details zur 2067er zuerst. Sie wurde von der Firma SGP, Sie wissen, Simmering Graz Pauka AG, konstruiert und für den schweren Verschub eingesetzt. Dampfloks waren im Verschubbetrieb enorm teuer. Die damals gelieferten Dieselloks der Serie 2060 und 2062 waren wiederum zu schwach. So wurde mit der Serie 2067 eine leistungsstarke dreiachsige Verschublok mit Stangenantrieb entwickelt. Die 2067-04 wurde bis 1961 am Salzburger Hauptbahnhof und bis 2007, Achtung Herzklopfen, in Villach eingesetzt. Ja, 2008 wurde sie... Oh, geht's noch einmal? Ja, mich nicht. 2008 wurde sie im Eisenbahnmuseum Strasshof aufgearbeitet. Welchen Kosenamen könnten wir diesem Fahrzeug geben? Können wir eh nicht mehr, habt ihr schon. Das Fahrzeug hat bereits einen Kosenamen. 2070er mit Namen Hector. Von 2001 bis 2003 gebaut, insgesamt 90 Stück. Dieselverschub-Lokomotiven haben alle alten Diesellokomotiven bei den ÖBB ersetzt. Einsatzgebiet ist ganz Österreich. Hier ist Hector. Einen Hektar würden wir auch bei den ÖBB so einstellen, also in menschlicher Gestalt, wenn Sie denn wollen. Als Buslenker, auch ein Jobbild. Hier kommt die 1063er, unsere aktuelle Verschublok. Von 1983 bis 1991 gebaut worden, hat sie alle alten Elektroverschublokomotiven ersetzt. Es gibt sie in einer Ein- und Mehrstromausführung. Sie kann also in ganz Österreich und an den Grenzbahnhöfen betrieben werden. Sprachlos, weil sie so schön ist. Meine Lieblingslok. 52-100, deutsche Kriegslok. Tatsächlich bis 1976 war die noch im Einsatz. Da bin ich geboren worden, Leute. Gerade mal 47 Jahre her. Ursprünglich eine von ca. 6000 deutschen Kriegslokomotiven aus dem Zweiten Weltkrieg, die dann zur europäischen Wiederaufbaulok wurde. Nach dem Krieg war sie in vielen Staaten Europas vorhanden, somit wurde der Wiederaufbau zum Großteil durch sie bewerkstelligt. Ca. 300 Loks hatten auch die ÖBB nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese waren tatsächlich bis 1976 im Planeinsatz. Am 31. Dezember 1976 führen noch zwei 52er Güterzüge vom Strasshof ins Weinviertel. Danach war in Österreich der Dampfbetrieb auf der Normalspur offiziell zu Ende.
wechseln in den Fernverkehr. Hier ist die E-Lok 1145 plus 1189. Oh, werden manche sagen, das österreichische Krokodil. Hübsch und alle lieben es, aber ja, es ist halt ein bisschen müde geworden. Kann nicht mehr so, wie es will, wahrscheinlich müde von den vielen Bergfahrten. Deshalb wird das Krokodil gezogen von einer E-Lok 1145. Die E-Lok wurde ursprünglich als 1170 gebaut und im Bereich Innsbruck eingesetzt. 1953 erhielt sie ein neues Erscheinungsbild und eine neue Nummer, nämlich 1145. Bis 1990 war sie im Einsatz und ist seit 2009 im Eisenbahnmuseum Straßhof. Zum Krokodil. Es ist ursprünglich eine Gebirgsschnellzuglokomotive aus der Zwischenkriegszeit. Sie hat einen Stangenantrieb und wurde auf den Bergstrecken am Brenner, am Tauern und am Arlberg eingesetzt. Am Ende ihrer Dienstzeit ist sie auch auf der Salzkammergutbahn im Güterzugsverkehr zum Einsatz gekommen. Ein hübsches Teil, absolut. Jetzt rollen gut 100 Meter ganz viel Stahl auf uns zu, beziehungsweise neben uns vorbei heran, gezogen von einer Vectron. Also, eine Vectron mit folgenden 4 Rail-Cargo-Wegen. Es handelt sich um aktuelle Wegen von Rail-Cargo mit nahezu unaussprechlichen Namen, aber wenn man versucht, die Buchstaben zusammenzuziehen, tun wir aber korrekterweise natürlich nicht und dann geht das schon. Los geht's mit dem RNOOS, 22,7 Meter. Als größter Holztransporteur Mitteleuropas führen wir jährlich etwa 200.000 beladene Holzwaggons und befördern dabei rund 7 Millionen Festmeter Rundholz. Unsere Rungenwagen sind dafür das perfekte Transportmittel. Der Profi schlechthin in Sachen Holztransport ist der RNOOS-UZ, den wir auch Rohholzbullen bezeichnen. Weiter geht's mit dem SGG-MRRSSY, Containerwagen mit mobiler Behälter und Wechselaufbau obendrauf, kurz WAP. 39,7 Meter. Hier handelt es sich um einen klassischen Containertragwagen. Unvorstellbar an Tagen wie diesen, aber ja, Klimaschneepflug brauchen wir. Ja, 1040er, die erste Nachkriegs-E-Lok plus Klimaschneepflug 9760 aus dem Jahr 1954. Wir beginnen mit der E-Lok. Diese Lok ist die erste Elektrolokomotive, die für die ÖBB nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Ursprünglich wurde sie für den Personenverkehr auf der Westbahn gedacht. Nach der Elektrifizierung der Südbahnstrecke kam sie auch dort zum Einsatz. Der Klimaschneepflug, den wir hier sehen, das ist ein spezielles Schienenfahrzeug, das zum Räumen von hohen Schneemengen auf Eisbahn steht. Oft
gesehen, aber hierbei handelt es sich um eine ganz besondere. Es ist unsere gebrandete Lok, die wir zu Beginn des Jubiläumsjahres 100 Jahre ÖBB getauft und losgeschickt haben. Quer durch Österreich ist sie unterwegs und heute hier. Sozusagen als krönender Abschluss dieser außergewöhnlichen, sensationellen ÖBB-Zugparade. Schnell ziehen 100 Jahre an einem vorbei, sehr verehrte Festgäste. Der Bahnhof war ja auch tatsächlich eine der ersten Locations, öffentlichen Gebäude, wo es Uhren gab. Zeitmessung. Die Konstante bei den ÖBB ist und bleibt der Blick Richtung Zukunft. Ob beim Klimaschutz, in Sachen Innovation und Sicherheit oder bei der Suche und Ausbildung von qualifiziertem Personal. Traumberuf Pilot war gestern. Heute bringen Lokführerinnen und Lokführer mit ihren 10.000 Pferdestärken Tag für Tag hunderttausende Menschen ans Ziel. Klimafreundlich, nachhaltig und sicher. Es gibt so viele Möglichkeiten, mindestens 100 Gründe für die ÖBB zu arbeiten. Auf jeden Fall ist es Leistung für die Zukunft und Wertschätzung untereinander, dass dieses besondere Arbeitsklima ausmacht. Ein Grund auch, warum es überhaupt möglich war, dieses Event auf Schiene zu bringen und die Zugparade um 19.30 Uhr gleich noch einmal für ein neues Publikum und mit einer spektakulären Lichtshow zu starten. Dankeschön an dieser Stelle allen Mitwirkenden, den rund 120 ÖBB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Eisenbahnmuseum Straßhof und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Heute, für morgen, für uns. ÖBB. Das ist ein Backerl geworden, das ist eh schon viel weniger.